Ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar mit den täglich neuen Handelsideen, präsentiert von TIGMIR. Mein Name ist Mike Seidel und ich freue mich heute auch wieder über viele Live-Zuschauer und auch ein herzliches Willkommen an all diejenigen, die dieses Webinar in ihrer Aufzeichnung dann auch sehen. Heute geht es wieder um einige spannende Handelsideen live aus den Märkten. Wir blicken im Vorgang auf die Charts natürlich noch auf die heutigen Nachrichten. Also all diese Dinge starten wir wie jeden Tag und damit auch zu Beginn noch der wichtige Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFD auf Margin ist riskant. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das bitte ich an dieser Stelle auch zur Kenntnis zu nehmen. Dann, ja, schauen wir doch gleich einmal auch in den Blog wieder hinein. Ich weiß, viele von Ihnen schauen sich auch den Blog jeden Tag auch an. Wie schaut es heute im Blog aus? Diejenigen, die den Blog auf Facebook-Eintrag sehen, die bekommen ja immer direkt den Link auch geschickt. Diejenigen von Ihnen, die das Video auf dem YouTube-Kanal von TIGMIR auch anschauen, schauen Sie ruhig einmal auf blog.tigmil.com.de. Da finden Sie entsprechend die Handelsideen der entsprechenden Tage. Übrigens heute auch im Blog ein sehr interessanter Beitrag vom CEO von TIGMIL um das Thema die Maßnahmen der EMSA. Wer Lust hat, einfach mal reinschauen. Wirklich ein sehr, sehr interessant geschriebener Artikel. Und wir blicken jetzt einfach mal in die Handelsideen dann entsprechend im Blog. Bevor wir das dann tun, machen wir natürlich noch den Check der Tagesnachrichten. Aber für diejenigen, die sich anschauen, hier sind die Handelsideen entsprechend einfach mal ausformuliert. Immer eine kleine Zusammenfassung des Vortages. Gestern war so ein Tag, wo die Aktienindizes in den USA deutlich nach unten gelaufen sind und im Handelsverlauf dann die gesamten Tagesrücksätze wieder wettgemacht haben. Wir haben hier so auch ein bisschen das Spiel um die 200er-Tage-Linie im US-Markt, genauso auch wie am deutschen oder europäischen Indexmarkt. Diese Dinge, das sind Sachen, die werden wir morgen einfach mal im Webinar, im längeren Freitagswebinar, da haben wir ja gut immer eine Stunde miteinander Zeit, die Märkte auch zu analysieren. Und da spreche ich morgen einfach mal über solche Sachverhalte mit den 200er-Tage-Linien, beziehungsweise nehmen wir uns dann morgen auch einfach einmal die Zeit, ein paar Major Currencies näher unter die Lupe zu nehmen, um einfach mal zu schauen, wie hier am Währungsbereich aktuell auch die Großwetterlage ist. Damit dann direkt zur Nachrichtenlage. Heute ist ein wichtiger Tag für die EU. Alle möglichen Händler schauen gebannt auf das Thema EZB-Zinsentscheid. Man rechnet nicht damit, dass die Zinsen angehoben werden. Das ist auch relativ klar. Die inflationäre Entwicklung in Europa ist viel zu schwach, um hier die Zinsen anheben zu können. Aber nichtsdestotrotz, die Pressekonferenz ist extrem wichtig, weil dort wichtige Nachrichten rund um das Thema der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa bekannt gegeben werden. Und da schaut der Markt gespannt drauf und da wird es auch immer wieder entsprechende Reaktionen sehen. Wir haben ja auch jetzt in der aktuellen Berichtssaison immer wieder Bremsspuren in den Bilanzen der Unternehmen gesehen. Sie werden sich jetzt fragen, Mensch, wir sprechen hier über Währungen und wir sprechen hier über Indizes. Was hat das denn miteinander zu tun? Ganz klar, das hat viel miteinander zu tun, weil vom Prinzip her die Währungen, in dem Moment der Euro, natürlich starken Einfluss auf die Bilanzen der weltweit agierenden Unternehmen hat. Und wenn wir hier einen zu teuren Euro haben, dann hat das natürlich unter Umständen auch negative Auswirkungen auf die Gewinnentwicklung dieser Unternehmen. Und das kann dann negative Auswirkungen zum Beispiel auf den DAX oder den Eurostoxx 50 haben. Also so sind hier entsprechend auch die Zusammenhänge zu sehen. Was gibt es heute noch an Nachrichten? Wie schon gesagt, um 13.45 Uhr der Zinsentscheid der EZB und um 14.30 Uhr dann die Pressekonferenz. Wir hatten heute Morgen um 8 Uhr schon den GfK Konsumklimaindex. Der war leicht unter der aktuellen Prognose. Prognose waren 10,9 Punkte. Wir sind bei 10,8 Punkten ausgelaufen. Also hier ein relativ stabiler Markt in diesem Bereich momentan. Was gibt es am Nachmittag noch? Wir bekommen einige Informationen aus den USA zum Thema Auftragseingang
für langlebige Güter, wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung. Und dann natürlich noch heute Abend, nein, auch um 14.30 Uhr sehe ich gerade, habe ich mich verlesen, noch das Thema Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Auch hier ist die Prognose ein relativ stabiles Ergebnis. Also von der Seite her sind das die Nachrichten für den heutigen Tag. Und wir schauen einfach mal, was der Markt entsprechend daraus auch tut. Gut, dann lassen Sie uns doch einfach mal in die Charts hineinschauen. Ich habe mitgebracht Euro-Kandollar, dann den australischen Aktienindex und den britischen Pfund Australdollar. Das sind die Dinge, die ich heute für Sie hier entsprechend auch mitgebracht habe. Und da gehen wir auch direkt live in die Charts entsprechend mit hinein. Also all diese Dinge, oh, das möchte ich nicht, dass wir das jetzt haben. Wir wollen direkt die Charts sehen und nicht die Aufzeichnung, die ich für Sie gemacht habe. Von der Seite her starten wir mit dem Währungspaar Euro-Kandollar. Hier habe ich den Chartverlauf im Tageschart für Sie eingezeichnet. Ich mache das Bild mal noch etwas größer, damit wir hier mehr sehen können. Das heißt, was wir hier momentan haben, ist hier ein schön abwärtsgerichteter Markt, der sehr, sehr weit in seine Korrektur auch hineingelaufen ist. Wenn wir das mal abmessen, wir haben ja hier oben entsprechend die 100% Marke gehabt des Ganzen. Das heißt, Sie schauen, wir sind hier fast in den Endbereich mit hineingelaufen, also doch schon sehr, sehr nah an dieses Hoch hier in diesem Bereich. Und das ist natürlich ein interessanter Punkt, wenn wir hier Kursumkehren sehen. Und da hat sich gestern im Markt hier eine Umkehrkerze gebildet, diese hier. Die hat allerdings schon einigen Schub nach unten auch mitgenommen. Sie sehen das hier, was an diesen Korrekturleveln des Aufwärtstrends hier auch schon gewesen ist. Heißt vom Prinzip her, diese Kerze hat schon ordentlich gezeigt, okay, hier gab es gestern einen Ruck nach unten. Nichtsdestotrotz, an dieser Stelle, Sie wissen das, in diesen Widerstandsbereichen können halt immer zwei Sachen passieren. Mit Blick auf die Trendverortung, wo wir hier sind, ist dies ganz genau ein Umkehrsignal. Und ein bestätigtes Umkehrsignal würde dann vom Prinzip her entsprechend auch den Abwärtstrend wieder einleiten. Das heißt, eine Bewegung in die übergeordnete Trendrichtung initiieren, weil die Korrektur hat ja dann selbstverständlich die Gegenrichtung eingelegt. Das heißt, was wir hier brauchen, ist natürlich eine Bestätigung dieser Kerze. Wie man das findet, ist beispielsweise mit einem Blick in den Stundenchart hier an dieser Stelle auch zu sagen, schauen Sie, wir haben hier schön den aufwärtsgerichteten Stundentrend in diesen Markt hineinbekommen und sehen halt, dieser Trend wurde rausgenommen, die letzten Tiefs hier dieses Aufwärtstrends wurden schon abmarschiert oder abkassiert. So, was wir jetzt allerdings noch nicht haben, ist einen bestehenden Abwärtstrend. Das heißt, wir haben die Stunde jetzt hier so, dass der Aufwärtstrend gebrochen wurde. Die nächsten Marken hier, wo der Markt hineinlaufen kann, sind dann entsprechend hier die Bereiche um 1,55818 sowie hier unten 1,55445, bevor wir dann in den Bereich des Tiefs unten auch eintauchen. Was wollen wir da sehen? Ganz klar, wenn der Markt hier nach unten läuft, dann haben wir hier in der Stunde auch einen bestätigten Aufwärtstrend. Heißt vom Prinzip her, diejenigen, die sich auch mit den Trends beschäftigen, und das ist wichtig, weil viele Handelssetups basieren auf Trends, wir haben dann in dem Moment in der Stunde einen Abwärtstrend. Das heißt, hier können Sie auch wieder sehr schön in diversen Zeiteinheiten in die gleiche Richtung treten, und das ist das, was es spannend macht. Wir brauchen allerdings an dieser Stelle auch immer noch die Bestätigung, dass der Markt wirklich nach unten möchte. Auf der anderen Seite, wenn der Markt natürlich diesen starken Aufwärtsschwung hier nach oben hin weiter nutzt, um nach oben zu laufen, das heißt, das hier nur eine kurzfristige Marktreaktion gewesen ist und der Markt nach oben steht, ist dieses Level hier weiterhin ein Korrekturbereich, wo der Markt immer wieder kämpfen kann. Bricht er es oben raus? Ist jetzt noch nicht der Fall, aber wenn das passieren sollte, weil dafür ist es ja ein Widerstand, er kann auch gebrochen werden, dann sehen Sie, dass der Markt Stück für Stück dann auch nach oben laufen kann. Jetziges Szenario allerdings im übergeordneten Trendverlauf ist eher das, dass wir hier einen abwärtsgerichteten Markt sehen mit der Umkehrkerze hier entsprechend auch von gestern zu sehen. Das zum Euro kann. Und dann schauen wir direkt auf das nächste Währungspaar, würde ich sagen. Und zwar schauen wir nach Australien, und zwar das Währungspaar britischer Pfund, Australdollar. Hier innerhalb einer Trading Range im übergeordneten Aufwärtstrend zu sehen. Sie sehen hier groß eingezeichnet der übergeordnete Aufwärtstrend. Das, was wir hier sehen, ist vom Prinzip her der Trendverlauf der
aktuellen Bewegung, des aktuellen Bewegungstrends. Also hier haben wir auch sehr schön verschiedene Trendgrößen innerhalb einer Zeit ineinander laufen. Und wir sehen hier seit einigen Wochen einen seitwärts tendierenden Markt, der immer wieder einmal in diesen Bereich hier oben um die Hochkurse von 1,84689 hineingelaufen ist, um dann hier unten einen Boden im Bereich von 1,81924 zu finden. Das ist mal dieses Seitwärts-Range-Szenario und in diesem Markt, wir sehen es hier, er hat öfter mal die Situation gespielt, dass er von oben abgeprallt ist nach unten und von unten abgeprallt ist nach oben. Das ist natürlich ein Szenario, was jetzt auch wieder gespielt werden kann, was in dem Moment natürlich opportun wird. Was ist dazu notwendig? Ganz klar, wir brauchen hier fallende Kurse. Wir haben gestern schon gesehen, der Markt ist hier oben reingelaufen in diesen Widerstandsbereich und hat wieder abverkauft. Das heißt, der Markt ist momentan auch sehr, ja, sage ich mal, unwillig momentan, das Ganze hier zu drehen. Also wir warten hier einfach auf einen Bewegungsschub ab. Wie sieht das Ganze dann aus? Wir schauen einfach mal ganz kurz in die Stunde und in der Stunde sehen wir hier die interessante Situation, dass der Markt hier vom Prinzip her einen leichten Abwärtstrend, oder was heißt leicht, es ist ein Abwärtstrend, den er hier gebildet hat. Er ist nach unten gelaufen. Aktuell ist er in seiner Korrektur auch angekommen und wir sehen hier innerhalb der Korrektur auch schon wieder einen leichten Gang mit nach unten. Wir brauchen vom Prinzip her allerdings noch eine Bestätigung des Ganzen, dass es nach unten läuft. Und wenn wir uns mal da diesen Aufwärtstrend hier anschauen, den wir hier haben, letzte Korrektur, letzte Bewegung hier nach oben, dann ist es dieses Level, was entscheidend ist, die 1,83275 in diesem Bereich. Das ist das entscheidende Level, um zu sehen, okay, jetzt geht das hier nach unten ab. Das wäre dann also die Bestätigung, dass der Tag hier Stück für Stück nach unten läuft. Das heißt, das wäre dieses Level hier unten in diesem Bereich auch zu sehen. Das heißt, wir haben hier jetzt schon einen kleinen Abwärtstrend in der Stunde. Auch im Markt setzt dieser sich fort, steigen natürlich die Wahrscheinlichkeiten einer Umkehr hier oben in diesem Widerstandsbereich und damit öffnet sich natürlich die Tür für den Weg nach unten über die entsprechenden Unterstützungslevel. Ich habe es hier eingezeichnet bei 1,83643, dann gefolgt hier unten von 1,83109 und kurz bevor der Widerstand unten ist, gibt es noch einen kleinen Bereich bei 1,82319. Sie sehen auch wieder diese andere Farbe, diese Level habe ich aus dem Trendverlauf der Stunde genommen. Das heißt, wenn wir uns mal den Trendverlauf der Stunde hier anschauen, sind das einfach Level, wo Korrekturtiefs bzw. Unterstützungen gewesen sind und diese dienen jetzt entsprechend von oben nach unten auch wieder als Unterstützung und auf dem Weg nach unten hier natürlich auch als weitere Anlaufpunkte in diesem Markt. Wenn Sie selbst auch Fragen dazu haben oder einen Wunschmarkt haben, den wir hier analysieren sollen, dann mache ich das sehr gern für Sie. Schreiben Sie es einfach in den Chat auf Facebook und dann können Sie direkt hier Ihre Frage auch beantwortet bekommen. Gut, dann wechseln wir zu einem Index und zwar zum australischen Aktienindex. So, kleinen Augenblick, hier haben wir ihn, das Kürzel ist AUS 200. Hier sehen Sie den Tageschart des australischen Aktienindizes. Interessante Geschichte, warum? Weil der Markt hier, Sie sehen es auch selbst, sehr, sehr schön dynamisch auch nach oben gelaufen ist über diese letzten Wochen. Wir hatten im Markt hier unten auch einen Widerstandsbereich, beziehungsweise es ist ein Unterstützungsbereich, entsprechend hier, wo der Markt nach unten reingelaufen ist und sozusagen auf den Punkt wieder gedreht hat nach oben hin. Wir sehen das hier sehr, sehr schön und jetzt aktuell ist der Markt wieder in einem Level angekommen. Sie sehen es hier oben, wo doch ein deutlicher Widerstand zu verspüren ist. Wir sind hier die letzten drei Tage oben reingelaufen und immer wieder haben wir es nicht geschafft, hier in diesem Markt nach oben deutlich auch anzusteigen. Sie sehen es auch heute, der Markt ist hier drüber gelaufen und die Tageskerze ist auch schon wieder rot. Das heißt, der Markt tendiert hier momentan innerhalb dieses Levels etwas hin und her. Und das ist das, was es momentan so spannend macht. Kommt es zu einem Bruch auf die Oberseite,
Dann haben wir hier die nächsten Marken sozusagen liegen auf der Oberseite, die angelaufen werden bei 5.955 Punkten, dann hier oben bei knapp 6.000 Punkten und hier oben bei 6.000 und um die 30 Punkte. Das heißt, wenn der Bruch nach oben tatsächlich jetzt mal nachhaltig gelingen sollte, das heißt, wenn wir auch gute weltweite Aktienentwicklung haben, dann besteht schon die Chance, dass da hier oben rausläuft. Aber gerade heute auch zum Handelsstart sehen wir hier bei uns an den Börsen in Europa auch leichte Kursrückgänge. Das ist auch das, was wir hier momentan auch sehen, dass der Markt etwas nach unten läuft. Dann wäre es natürlich eine Abprallstrategie im Endeffekt, die hier doch anwendbar wäre. Was wir hier dann sehen, natürlich hier unten die Kurslevel um die 5.875 Punkte, 5.841 beziehungsweise hier noch eine leichte Unterstützung bei 5.827 auf dem Weg nach unten auch. Das ist vom Prinzip her möglich. Warum? Na klar, schauen wir uns mal an, was wir hier momentan haben. Der Markt befindet sich momentan noch in einem, warten Sie, ich zeichne es Ihnen an, innerhalb eines entsprechenden Abwärtstrends, der leicht oder beziehungsweise weit in seiner Korrektur hinher steht. Hier hatten wir einen Bereich, da ging es hin und her. Das heißt hier, dieser aktuelle Trend ist vom Prinzip her natürlich aufwärts gerichtet. Aber wenn man sich das Gesamtbild halt einfach mal anschaut, dann sieht man halt, dass der Markt so richtig eine Entscheidung noch nicht getroffen hat. Das heißt, wir haben einfach gegen diesen starken Rutsch nach unten hier angekämpft. Der Markt ist hier innerhalb eines Außenstabs auch eine ganze Weile hin und her gependelt und hat dann doch die Bewegung weiter nach unten entsprechend auch fortgesetzt. Das heißt, im großen Gesamtbild sind wir hier halt auch tief in die Korrektur dieser vorangegangenen Bewegung auch reingelaufen und deshalb ist diese Marke, um die wir uns jetzt hier befinden, halt auch so eine spannende Marke, wo der Markt wirklich tatsächlich beides anlaufen kann. Das heißt, wir haben eine positive Aktienmarkttendenz generell auch weltweit, würde dann dafür sprechen, dass der Markt nach oben laufen kann. Eine weitere Schwächephase würde dann dafür sprechen, dass der Markt hier oben rumdreht und das können wir im kurzfristigen Bereich als Händler auch mitsehen, was der Markt hier macht. Wir haben diesen Rutsch hier entsprechend gestern gesehen, der Markt lief vom Prinzip her hier unten drunter, hat damit vom Prinzip her hier diesen Aufwärtsschwung erstmal unterschritten. Das heißt, wir haben hier die Situation, dass dieser hier nach oben gelaufene Markt vom Prinzip her etwas nach unten rausgenommen worden ist. Er hat ihn gebrochen, ist aber danach direkt wieder hochgedreht. Also Sie sehen, der Markt überlegt hier noch so ein bisschen, was denn jetzt hier gehauen und gestochen wird. Von der Seite her, das Level ist umkämpft, das sehen wir und das bietet vom Prinzip her gerade auch kurzfristigen Tradern die Chancen, hier in diesem Bereich etwas zu machen. Diejenigen, die den Tageschart traden, die warten vom Prinzip her erst einmal ab, was hier passiert. Die Entscheidung vom Prinzip her, kommt es hier zu einem Bruch nach unten, dann hat der Tageschart auch die Möglichkeit, hier schön über gewisse Zeiten nach unten auch weiter zu laufen. Also Sie sehen auch hier ein Umfeld, das spannend ist, das umkämpft ist und das immer wieder Handelsmöglichkeiten entsprechend auch offerieren kann. An dieser Stelle schaue ich mal ganz kurz in den Chat, ob wir einige Fragen haben. Einen Wunschmarkt. Ich sehe momentan keinen Wunschmarkt zur Analyse für heute. Das heißt, an dieser Stelle möchte ich mich ganz gerne bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Verabschiede mich bis morgen gegen 8 Uhr bekommen Sie auf der Facebook-Seite bzw. dem Blog von Tickmill den aktuellen Blog mit den Handelsideen für morgen auch geschrieben. Und dann sprechen wir im Endeffekt den Wochenausblick wieder durch. Wir schauen auf die großen Indizes und wie ich das schon gesagt habe, wir nehmen uns morgen auch einfach mal die Zeit, um die Major Currencies einfach mal zu besprechen, um zu schauen, wie hier die Lage ist. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, einen angenehmen Handelstag und bis morgen. Machen Sie es gut, Ihr Mike Seidel.